Ich heiße Kim und mache meinen Freiwilligendienst zurzeit an der Paris Sorbonne Nouvelle. Je m'appelle Melissa, j'ai 22 ans et je travaille au Judith-Auer-Clos sur Berlin. Hallo, mein Name ist Juri und ich bin Schulfreiwilliger am Lycée Agricole La Germinière. Der deutsch-französische Freiwilligendienst richtet sich an alle Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren, die ihren ständigen Hauptwohnsitz in Deutschland oder in Frankreich haben. Le volontaire a droit à 25 jours de formation et peut se familiariser avec sa mission grâce à son tuteur sur place. Kim hat sich in der Universität sehr, sehr schnell eingefunden und ist in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bindeglied geworden. Der Freiwilligendienst war für mich unglaublich abwechslungsreich. Ich habe insgesamt mehr als 5 Projekte geleitet, unter anderem die deutsch-französische Theatergruppe ins Leben gerufen. Ich persönlich komme aus Berlin und hier bin ich eben eher auf dem Land. Und das ist natürlich eine ganz neue Erfahrung. Das war am Anfang auch nicht einfach. Aber inzwischen habe ich mich eigentlich ganz gut angepasst, glaube ich. Die größte Mission ist die Freizeit der Schüler gestalten, indem ich Projekte und Ateliers anbiete. Wer hat Lust, den Steppbrief zu übersetzen? Die zweite Mission ist das Raussuchen von Praktika im Ausland, möglichst eben in Deutschland. Und eben auch ja, das Vermitteln von Stipendien. Curie a su vraiment les mettre en confiance pour valoriser l'expérience d'un service civique, enfin d'une année à l'étranger. Je suis animatrice, éducatrice dans une maison de quartier du coup, à Berlin. Ça va du coloriage à la danse, à l'accompagnement d'enfants. Je les écoute surtout et je joue avec eux. Das ist für die Kinder ist das ganz spannend und ich glaube, dass das so in multikulturellen Austausch, dass die da viel lernen. C'est une expérience inoubliable et tu en ressors grandi. Ich kann das Programm auf jeden Fall denjenigen von euch empfehlen, die noch nicht ganz genau wissen, was sie später machen wollen, die erstmal ein bisschen Abstand brauchen, die eine neue Erfahrung eben möglichst im Ausland haben wollen. Ich habe unglaublich viele Sachen während dieses Jahres gelernt und unglaublich viele nette Menschen kennengelernt und ich würde es jedem empfehlen, diesen Freiwilligendienst zu machen.